mein Leben für Ajur. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Alles richtet sich gegen euch. Selbst der Boden unter euren Füßen trägt bereits die Saat eurer Zerstörung in sich. Exekutorin Selendis, entfesselt die gesamte Macht eurer Streitkräfte. Womöglich wird es kein Morgen geben. Mein Leben für Ajur! Entaro Tassada, Ceratum. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Mein Leben für Ajur! Dem Pfad der Erlösung. Ihr habt
nicht genügend Mineralien. Träger eingetroffen. Warte auf Order. So wie ich euch erschuf, so werde ich euch vernichten. Ich komme aus den Schatten. Schwer wiegt meine Bürde. Und ihr werdet meine Erlebnis. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Peradak Kural. In Arudin Rashagal. Euch gehört mein Ergebnis. Basis wird angegriffen. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Rashagal. Basis wird angegriffen. Träger eingetroffen. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Ihr Mann. Mit. Ich bringe Weisheit in einer Zeit. Unser Leiden und jetzt. Angegriffen. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Wir zögern zu lange. So. Upgrade durchgeführt. Der Kampfesruhm wird unser sein. Ihr habt mich. Basis wird angegriffen. Weisheit in einer Zeit des Chaos. Ich suche den Pfad der Erlösung. Shosak Great durchgeführt. Wir werden. Schwer. Ich heiß. Hier ist die Exekutorin. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Erbittet unsere Dienste. Prismakern online. Sprecht ihr mich an. Ihr. Wir vor. Schon. Unser Ruhm wird wieder erstrahlen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Zusätzliche Pylonen bauen. Für den Sieg. Teleportation erfolgreich. Ich werde meine Bestimmung erfüllen.
Gebiet durchführt. Teleportation erfolgreich. Euch Basis meine Energie. Ich komme aus dem Schatten. Uns droht Selbstgefälligkeit. Ich bringe Weisheit in einer Zeit des Chaos. Ich komme aus dem Schatten. Basis wird angegriffen. Basis wird angegriffen. Gut. Hier oben werden wir die wahrscheinlich sogar noch besser erledigen als da unten. Ach, sie brechen durch! Mit Absicht. Wir werden Rache, ihr müsst zusätzliche Pylonen. Wir haben zu wenig Pylonen. Wo haben wir Bauarbeiter? Da. Wir brauchen nicht mehr Pylonen. Und die werden wir auch bauen. Für ein pylonenreiches Land. Keine Ahnung, wofür die ganzen. Vielleicht für ihren Nicht-Untergang. Aber wir haben noch alle Helden. Das ist eigentlich super, ne? Nicht gedacht, dass wir so lange durchhalten. Irgendwann werden wir ja sowieso sterben, weil wir keine Mineralien mehr haben. Aber ich versuche es noch ein bisschen herauszuzögern, ne? Ich hoffe, es stört euch nicht so. Prismakern versagt. Benötigen Unterstützung. Die verbrennen einfach unsere Feinde. Basis wird angegriffen. Aber schön irgendwie. Ui, what the fuck? Was ist die Dame? Was ist das? Ist das gut? Hier spricht Hierarch Artanis, Befehlshaber über die Schild von Ayur. Unsere Matrixfelder sind in Reichweite. Massenrückruf initiieren. Ja. Brüder und Schwestern, hört mich an. Die Zeit ist knapp. Ein jeder, der von unserer Spezies, unserer Zivilisation noch übrig ist, steht hier und jetzt an eurer Seite. Habt Vertrauen ineinander. Kämpft mit einer Seele. Lasst unsere letzte Schlacht ein Fanal sein, sodass die Erinnerung an uns bis in die entferntesten Winkel der Galaxis strahlt. Entaro Tassadar! Für Tassadar. Unsere Gedanken sind eins. Alter, das Unterschied ist schon Hammer. Angegriffen. Es tarnt einfach alles. Tempiert alle Einheiten des Spielers im Zielgebiet zum Mutterschiff. Geil. Ist ja wirklich der Hammer, ne? Gut, ich werde keine neuen Truppen mehr ausbauen. Weil wir müssen das Level auch nicht so krass strecken. 1500 haben wir auf jeden Fall getötet. Den können wir uns jetzt auch mal hier zurückziehen. Stärke durch schwer. Er hat einfach 31 schon gekillt. Wir Wir könnten das noch sehr lange durchführen, glaube ich.
für die Ehre. Ich bringe Weisheit in einer Zeit des Chaos. In Audin Rashagal. Ich glaube, wir holen auch bald diese super starken Einheiten. Oh, ich habe es geschafft. 1500. Oh. Törichte, hochmütige Kinder. Es gab eine unter euch, die meinen großen Plan hätte gefährden können. Aber in eurer Verblendung habt ihr sie für die wahre Bedrohung gehalten. Die Königin der Klingen. Wie hätten wir das ahnen sollen? Indem wir nämlich diese ganzen Artefakte und sowas sammeln, ne? Haben wir auch gemacht. Ich suche den Pfad der Erlösung. Euch Alter, wir sind innerhalb von 2 Sekunden tot. Gebietet es. Gut. Position halten. Wir werden obsiegen. Sprecht ihr. Ich versuche jetzt mal ein bisschen. Wer schießt da? In Druck zu bringen. Dass wir etwas nicht vielleicht schaffen. Also ich mache das jetzt mit Absicht natürlich, ne? Nicht, dass ihr denkt, ich ziehe meine Einheiten einfach so zum Hauptlager zurück. Wird mir Spaß machen. Doch, eigentlich tue ich das. Doch, macht mir Spaß. Ja, das ist irgendwie gut. Aber natürlich lasse ich natürlich alles andere sterben, weil ich alles andere sterben jetzt möchte. Wir werden obsiegen. Einfach in der anderen Linie. Meine Zweifel schwinden. Schreite furchtlos voran. Dieses Mutterschiff ist echt geil. Unser Gedanken, wir bekämpfen den Gegner. Meine fünf. Ich suche nur die Gläubigen. Ich bringe Weisheit. Das ist so schön. Sprecht ihr mich an? Die Dämmerung. Die Dämmerung, ja. Ist das was Gutes oder schlecht? Ehre in deinem Namen. Ich glaube eher was Schlechtes, oder? Ach, die Dämmerung naht, das ist einfach ein normaler Spruch von ihm. Ich dachte, ich sollte den. Schosak. Unser Irrverein. Harak in Bayash. Wir werden siegreich sein. Wir zögern zu lange. Basis wird angegriffen. Wir sind schnell in unser Ende, aber nicht mehr. Ja, schleppen. Boah, Ceratul ist fast tot. Mit der Ceratul als letztes stirbt. Schieb mal nach hinten. Ehr. Unser Leid. Schwer. Und Ohr. Unser Ruhm wird wieder erstattet. Panzer. Undaram. Die Stunde der Wahrheit. Die sind alle in ihren Raumschiffen, ihren Fetten, und Ceratul ist da unten mit so einem Messer alleine. Und Giant Schal. Wer schießt denn da immer? Lass nichts. Schieße nichts. Ich habe gehört, schieße nichts. Ich sehe. Na, endlich geht's mal ein bisschen bergab hier. Bergab.
steile Schlüssel hat uns gespeichert. Eure Bemühungen sind fruchtlos. Meine Kreationen werden ein neues Zeitalter einläuten. Ja, das werden sie ganz bestimmt. Wir zögern zu lang. Oh, unsere Mineralienfelder erschöpfen. Krass. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Unser Weg ist vorgezeichnet. Ich hätte es nicht gedacht, ne. Unsere Gedanken sind. Obwohl wir uns hier so eingegraben haben. Wir haben uns auch ziemlich doll zurückgezogen. Durchgeführt. Natürlich mit Absicht. Aber dann. Warten. Schuss. Unser Leiden muss. Orin Urikalava. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Wir werden das nicht schaffen. Sie haben uns schon viel zu doll zurückgestellt. Wir werden obsiegen. Oh, jetzt kommen die Lufteinheiten. Ha. Das wird schlimm gegen uns. Weil wir fast nur Lufteinheiten haben. Die hohe Exekutorin hat sehr viele Kills. Boah, die Hybriden sind aber auch echt stark, ne? Muss man schon sagen. Seraphil soll der letzte Protoss sein, der stirbt. Sprecht ihr mich an? Das möchte ich. Gut, ich sehe, plane einen sehr starken Angriff, sehe ich gerade. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Gravitationsstrahl. Ruhn ist tot. Zu viele. Ich kehre zurück in die Leere. Ruhn. Eins. Aber sie Landis lebt noch. Haben wir etwa noch eine Chance? Und das Mutterschiff hier sowieso. Harak in Bayash. Aber es wird bald sterben, auf jeden Fall. Es wird schon so krass unter Beschuss genommen. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Basis wird angegriffen. Kerrigan. Wie konnten wir das gar nicht. Gut, wir haben verloren. Aber sie lebt noch. Die hohe Exekutorin ist echt flott, ne? Nein, sie wird sterben. Vergebt mir, großer Tassadar. Nicht stark genug. Zeradul, der Letzte. Wenn wir doch nur früher gehandelt hätten. Der dunkle Prälet Zeratul ist im Kampf gestorben. Und nun sterben auch alle Zerg. So wie ich war.
euch erschuf, so werde ich euch vernichten. Euer Licht ist erloschen. Es ist vorbei. In ewiger Finsternis. Erfüllt alle Missionsziele haben wir. Tötet sie in 250 zusätzliche Zerg-Einheiten. Aha. 750 zusätzliche Zerg-Einheiten in schwer. Glorreiches Ende. In ewiger Finsternis. Mit Glanz, aber ohne Glorie. Mit Glanz und Glorie. Und wir sehen uns in einem nächsten Part. Bis denn.